Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Konfi-Kanal zu einer neuen Folge von GTA Vice City Stories und zugleich dem großen Finale. Ja, wir stehen hier vor unserer letzten Mission in Vice City. Ricardo Diaz, unser Auftraggeber. Im letzten Part haben wir Armando Mendez besiegt, getötet, dabei allerdings leider Luis verloren. Wir haben am Ende nochmal ganz deutlich gesehen, wie die Gefühle von Victor gegenüber Luis doch noch da sind. Und ja, dann sind wir noch in die Militärbasis in Fort Baxter eingebrochen, haben den Militärhubschrauber, den Hunter, gestohlen. Und mit diesem feinen Gerät wollen wir jetzt Diego Mendez sowie Jerry Martinez auf den Leib rücken und das Ganze ein für alle Mal beenden. Beenden, nicht beenden, beenden. Last Stand. Bandit is downtown. This place is like a fortress. But this baby, she'll tear the whole building down. Great! When I'm done, we're done. Lance and I will owe you nothing. When you're done, I'm gonna own this town. It's the American dream. And it's all because of you, Vic. You're a hero. No, I'm an asshole. I spent all my time running around, making morons rich, while my family fell apart and the woman I wanted died waiting for me to call. Woman? You need some porn? I just got in some crazy donkey porn. You'll love it. I'll be finished with it by the time you get back. I'm not coming back, Diaz. And I'm not doing this for you. I'm doing it for me. Woohoo! Whatever you say, tough guy. I'll see you around. Deine Eselpornos darfst du gern für dich selbst behalten. Fliege zu Mendez Gebäude. Die letzte Bastion der Mendez Brüder. Beziehungsweise von dem, was da noch übrig ist. Steht in Downtown, da unten war eine Schutzweste. Gut zu wissen, ein bisschen spät. Ja, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass direkt vor dem Stadion ein ziemlich auffälliges Gebäude steht, was sich von den Texturen ein bisschen den anderen gegenüber abhebt, weil es ein bisschen, ja, wie gesagt, schöner, besser aussieht, ein bisschen anders. Und genau das ist das Hauptgebäude der Mendez Brüder. Dieses, da sehen wir es, nehmen wir jetzt einfach mal unter Beschuss. So, das hintere meine ich da übrigens, ne? Das große blaue hier links, jetzt wird es auch schon deutlicher, da oben auch alles voller Glasfenster. Erledige die Wache. Yeah! Hallo! Da ist ein Luftballon. Sehr schön. So, auf dieser Seite sind die Wachen gar nicht. Na, wie gefällt euch das? Ich bin mir sicher, dass sie damit nicht gerechnet haben. Mit allem, aber nicht damit. Natürlich schießen die auch wieder zurück, die schießen auch auf uns. Schadensanzeige geht aber relativ... Ach, das ist unser Schaden, ne? Den wir bekommen haben. Nicht den, den wir am Gebäude irgendwie verursachen. Also ein bisschen höher, dass wir hier nicht gegen das Haus krachen. Jetzt sind wir einmal rum, allerdings sind schon wieder ein paar neue Wachen gespawnt. So. Wir haben für jeden was dabei, keine Angst, keiner kommt hier zu kurz. Keiner wird hier was abbekommen. Es ist zwar eigentlich ein Wunder, dass das Gebäude überhaupt noch steht. Aber gut. 3 Sterne haben wir mittlerweile. Also die Polizei hat auch schon hier mitbekommen, was hier abgeht. Ich meine, gut, ist jetzt auch nicht gerade subtil, ne? Ist jetzt nicht gerade unauffällig, was wir hier machen. Aber da wird uns jetzt keiner mehr stoppen können. Warum trifft mich hier gerade so weit ab? Weil wir ein bisschen höher schießen. Raketenwerfer hat es uns dann doch gegeben. Ich wollte gerade sagen, cool guys, don't look at explosions, aber hat sich doch noch Weg umgedreht. Sauerei. Gehe ins Treppenhaus. Wir haben hier nochmal Munition, wir haben Raketenwerfer, wir haben nochmal eine Schutzweste. Hätte ich mir gar keine Schutzweste besorgen müssen. Raketenwerfer, ich möchte eigentlich lieber meine MG behalten. Hier die 145 Schuss.
Und die AK, da finde ich die M4 auch besser. Und wenn jetzt hier der Polizeihubschrauber ankommt, geben wir uns mal lieber ins Gebäude hinein. Erledige die Wachen. Aua. In den Bürogebäuden der Mendez-Brüder. So, hallo. Natürlich hier der größte Widerstand, den wir bisher hatten. So, die sterben alle nicht so schnell. Na. Ich glaube, die haben auch alle Schutzwesten. Die halten alle doch ganz gut aus. Die haben bestimmt auch Schutzwesten. So, ich weiß, rechts lag eine. Ich wollte hier aber erstmal aufräumen. So, jetzt können wir uns die holen. Folge der Treppe ins untere Stockwerk. Wir haben jetzt aber auch massig Munition für den M4 bekommen. Wir hatten vorher 200 irgendwas Schuss. Jetzt haben wir 1200 Schuss knapp. Da wurden wir schön nochmal ausgerüstet hier. Hallo. Das ist der Nachteil bei der M4. Oh, hier geht's ja weiter. Ich dachte, hier geht's nicht weiter. Ich dachte, die andere Richtung geht's weiter. Der Nachteil ist ein bisschen bei der M4. Schieß doch mal auf die hier vorne. Dass die ein bisschen lange zum Nachladen braucht. So, wir müssen hier auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf halten. Die haben auch alle eine Schutzweste an. Und wir kassieren auch ganz gut, leider Gottes. Steht der Kopierer im Weg. Und da steht die Pflanze im Weg. Die stürmen alle nicht. Ich muss ein bisschen länger drauf bleiben. Wir haben genug Munition. Partying without me! Sweep the building! Flush that turd up to the roof so I can finish this! Jerry ist jetzt auch angekommen. Und Diego ist auch da. Tja, alle beiden sind hier. Folge Diego Mendez ins obere Stockwerk. Jetzt geht's wieder nach oben. Ist hier noch einer? Ne, wir haben noch eine Schutzweste. Das ist nett. Das ist sehr schön, dass wir auch ein paar Schutzwesten bekommen. Ja, wir haben sie alle hier auf dem Haufen. Wir treiben sie jetzt selbst nach oben. Als ob die uns nach oben treiben. Wir treiben die nach oben, sodass wir die an einem schönen Punkt mit einmal uns schnappen können. Und beseitige die Wachen sowie den Helikopter, der hier rumgeistert. So, geh vor dem Helikopter in Deckung. Komm. Ah. Tschüss. Mit dem Hubschrauber machen wir kurzen Prozess. Unser schönes MG. Weißt du was? Die 8 Schuss. Achso, die 8. Ich hab gedacht, die 8 Schuss sind unser momentanes Magazin. 98 Schuss oben auf dem Dach. Mendez und Martinez. Ich denke, die beiden bekommen jetzt eine schöne Salve von uns ab. Wir machen das ganz gemütlich und nehmen uns jetzt die Rache für all das, was in den letzten Tagen geschehen ist. Ten Hut! Vic! I swear to God, I thought you were gonna salute me! Toss the gun! Fuck you! Vic, still so uptight. You know what your problem is? You're trying to be the good guy in a bad man's game! I thought you had potential. Turns out you're just another chump, like Mendez. Me cago en tu madre. Oye, ese. ¿Qué hay de nuevo? Vete a la mierda. You first. Okay, und da steht der Showdown an. Erledige Mendez und Martinez. Das war Diego Mendez. Nummer 1 ist down. Und Jerry. Den schnappen wir uns auch noch. Kommt er zu uns? Oder kommen wir zu ihm? Na komm. Spielen wir ein bisschen mit ihm. Nein. Das ist ja nicht wert. Thanks for everything, Martinez. You are great help. Okay, brother.
these punks! Lance, it's done! Playtime is over, bitches! Lance fans is about to get brutal on you! And when Lance fans gets brutal on a lady, somebody start to Lance, cry! Lance, will you shut up? It's over! What? Oh! But we did it, baby! You and me! Yeah! Hey! Listen! Now that things are straight with Diaz, we should get out of town or lay low for a little while, you know? Yeah, you're right, man. Look, I'm gonna send some money to Pete. Cool! But, bro, I don't want you thinking it's just about you. That is all about you! Hey, I don't. It's about you, me, Pete, Bob, wherever the hell she is. But wait! I've been making moves! I got a hold of 20 keys, man! Are you crazy? Get rid of it! No! All we gotta do is sit on it! It's hitting out of sight! Out of town, man! We lay low and then sell it! No! 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 I am not interested! Got it? Okay, man! Whatever you say! That's right! Come on! Let's pop! Let's pop. Ein letztes Mal. Lass die beiden da liegen. Das tritt sich fest. Das, meine Damen und Herren, war GTA Vice City Stories. Nicht wundern, ich habe jetzt, wobei es geht eigentlich, so laut ist die Musik hier nicht. Ich dachte, die Credits-Musik, die übertreibt jetzt mal völlig von der Lautstärke her. Hat schon vorsichtshalber ein bisschen runtergedreht, aber so schlimm ist es nicht. Ja, das war GTA Vice City Stories. Lance, ja, war ja immer noch so, wie man jetzt rausgehört hat, an den Geschäften interessiert, wollte immer noch ein bisschen weitermachen. Ja, ein bisschen ruhig verhalten, klar, Diaz ist ja auch noch in der Stadt. Aber so Optionen für die Zukunft gibt's. Vic klang da ja nicht so begeistert davon. Aber wenn wir jetzt an Vice City denken, 2 Jahre später, Vic war wieder mit in einem Drogendeal mit Lance zusammen. Beide haben sie wieder mit Drogen gedealt. Und ja, alles, was hier nach einer guten Zusammenarbeit zwischen den Vance-Brüdern und Ricardo Diaz aussieht. Wir wissen, in Vice City ist es dann passiert, dass Diaz sie hintergangen hat. Und Diaz es war, der am Ende für den Tod von Vic Vance zuständig ist. Hier haben wir für ihn gearbeitet. Hier kamen wir gut mit ihm aus. Wir haben für ihn Gefallen getan. Er hat für uns Gefallen getan. Er hat uns Informationen beschafft. Er hat die Idee mit dem Hubschrauber, den Plan geschmiedet etc. Wir haben uns so ein bisschen gegenseitig geholfen. Und 2 Jahre später kam der große Backstep von Ricardo Diaz. Er hat Vic getötet. Lance sollte eigentlich da auch mit drauf gehen. Später hat er es dann nochmal versucht, Lance zu töten. Lance wurde allerdings dann von Tommy Vercetti befreit. Und die beiden haben sich dann zusammen um Ricardo Diaz gekümmert. Sie haben ihn getötet, ja, aber sie haben sich um ihn gekümmert. Und wie es dann mit Lance aussah, wissen wir dann auch, dass er dann am Ende von Vice City, also auch 2 Jahre später, am Ende von Tommy Vercetti getötet wurde. Und so ist, wenn wir jetzt 2 Jahre in die Zukunft gucken, von der Vance-Familie, von den beiden Brüdern, die sich hier ein kleines Imperium aufgebaut haben und viele Betriebe etc. alles haben, 2 Jahre später ist davon nichts mehr übrig. Und die komplette Vance-Crime-Family, wie sie ja dann hieß, ist aus der Stadt verschwunden, ist Geschichte nach dem Tod von Lance und von Vic. Ja, so nochmal der kleine Recap, wenn man die Story ein bisschen weitergeht und mit Vice City die Story so ein bisschen verbindet. Aber ja, Vice City Stories war mir gar nicht mehr, ich habe es ja schon mal erwähnt, so bewusst, dass dieses Spiel so viele AIDS-Missionen hatte. Ich hatte eigentlich Vice City Stories als recht leichtes Spiel so in Erinnerung. Ich meine, Großteil war es auch, aber so ein paar Missionen waren hier richtig kacke. So mit Unfriendly Competition, die ziemlich unfair war. Purple Haze weiß ich bis heute nicht, ob ich da einfach nur gefailt habe oder ob ich da Pech hatte. Wir schieben hier gerade Lance mit dem Cabrio durch die Town. Ist das? Nee, das ist gar nicht Lance. Ich dachte erst, das ist das alte Lance-Outfit mit dem roten T-Shirt, was er anhatte. Aber der Kerl da hatte so ein hellblaues Barett auf. Das ist nicht Lance. Das sind einfach random Leute, die wir sehen. Ja, was war denn noch? Light My Pyre war die KI ziemlich dumm im letzten Part. Also die Lance-KI ist da einfach schrecklich.
Und sonst gab es bestimmt auch noch ein, zwei Missionen, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe, die mir aber gerade gar nicht so spontan in den Sinn kommen. Aber ja, mir hat es jedenfalls gefallen und Spaß gemacht, das ganze Ding mal wieder durchzuspielen. Wie gesagt, Vice City Stories und auch Liberty City Stories sind die einzigen GTA-Spiele, die ich nur einmal durchgespielt habe. Bei Vice City Stories kann ich jetzt eine 2 dahinter schreiben. Aber ich glaube, auf 100% habe ich Vice City Stories damals auch nicht gespielt. Sprich, wenn ihr wollt, dass wir das im Stream auf 100% spielen, können wir das gerne machen. Ich kann euch allerdings nicht sagen, wann wir das dann machen. Und vielleicht kann ich dann auf meine Liste der 100% Games dann auch meine GTA Vice City Stories hinzuschreiben. Auf meine imaginäre Liste. Und ja, ich kann mir dann, ich glaube, vielleicht habe ich es schon mal im ersten Part erwähnt, aber ich kann mir auch vorstellen, GTA Liberty City Stories dann zu Let's Playen. Ist ja auch hier PSP-Fassung, wo der Koopa kein Interesse zu hat. Und das könnte ich mir auch vorstellen, noch zu Let's Playen. Liberty City Stories kann ich jetzt schon mal sagen, ist eine ganze Spur schwerer wie GTA 3. Also ich glaube, Liberty City Stories war meiner Meinung nach das zweitschwerste GTA. Auf Platz 1 ist immer noch GTA 3. Und danach kommt, glaube ich, Liberty City Stories. Also die Liberty City Teile, die alten aus der 3D-Ära, die haben es in sich. Also da besteht auch definitiv bei der ein oder anderen Mission bestimmt etwas Rage-Potenzial. Aber vielleicht stelle ich mich auch gar nicht so dumm an, wie ich mich damals dumm angestellt habe. Ja, man wird ja älter, man wird erfahrener, man macht sich mehr Gedanken, ist nicht mehr so schnell gefrustet, würde ich jetzt nicht behaupten. Das ist vielleicht eine Lüge. Aber ja, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, geht ja Liberty City Stories noch für euch zu Let's Playen. Vielleicht auch nicht sofort. Ich sage einfach mal irgendwann. Ich habe auch noch ein paar andere, schöner Dreh, Let's Plays, die ich schon mal angefangen habe. Let's Plays, die ich sogar teilweise schon letztes Jahr angefangen habe. Und überall so 2 bis 4 oder 6 Parts aufgenommen, aber danach nicht weitergemacht. Ich hatte jetzt auch allgemein lange Zeit keinen Let's Play mehr eigenständiges auf dem Konfig-Kanal hier. Ich glaube, das letzte richtige, wenn wir Life is Strange rauslassen, war Kona das letzte Let's Play von mir. Ich weiß es nicht, ist echt schon lange her. Was hatte teilweise Motivation, auch Zeit gefehlt, aber Vice City Stories hatte ich auch mal angefangen und hatte ich dann eine längere Pause, hab's dann jetzt aber fertig gemacht, hab mich jetzt auch hingesetzt und hab längere Sessions gemacht, wenn ich die Zeit hatte mit dem Aufnehmen. Ich hab das durchgezogen, weil ich auch meinen Spaß dran hatte. Und ja, Vice City zieht mich sowieso immer wieder an, ne? Wie so eine, ja, die Redewendung habe ich bestimmt schon mal so vor, hatte ich schon mal gebracht irgendwie von Pop Arts, aber so die Motto ums Licht, ne? So bin ich mit Vice City, es zieht mich einfach an. Es ist einfach eine geile Stadt und ja, da ich Vice City Stories eben, wie gesagt, nur einmal erlebt hatte bisher und das schon ewig her ist, hatte ich auch meinen Spaß daran, nochmal hier alles zu entdecken, so mich an ein paar Sachen zu erinnern, mich an von ein paar Sachen aber auch überraschen zu lassen. Wie gesagt, ich hatte bei weitem nicht mehr alles im Kopf, nur noch so ein paar große Missionen, wie jetzt das Ending zum Beispiel, das kannte ich noch. Halt so ein bisschen Bemerkenswertes, was man sich einfach merkt. So entweder große, ja, Missionen, die einfach mal anders sind von der Machart her, wie auch das mit dem Roboter oder so. Ich wusste, dass es die Mission gibt, aber ich wusste zum Beispiel auch nicht mehr, wo da der Safe ist oder die Kombination oder so. Aber ich wusste, dass diese Mission existiert. Man erinnert sich immer so ein bisschen an was Besonderes. Und ja, Ende. Ich glaube, ans Ende erinnert man sich immer dran. Ich kann mich jetzt auch schon noch an das Ende von Liberty City Stories und mich an ein paar Einzelheiten von Liberty City Stories erinnern. Also das ist dann auch nicht blind, aber zu großen Teilen blind. Sagen wir es mal so, weil so vieles habe ich mir da auch nicht mitgemerkt, weil Liberty City Stories ist noch länger her als Vice City Stories. Liberty City Stories ist ja noch älter als Vice City Stories. Ja, wir stehen hier vor dem Mendez-Gebäude. Wir haben neue Multiplayer-Inhalte freigeschaltet. Juhu! Und das Gewinner-Outfit ist jetzt auch in unserem Versteck angeliefert worden. Das können wir uns ja mal noch anschauen. Die Credits gingen jetzt nicht so lang. Wir sind hier erstmal bei unseren gemütlichen knapp 20 Minuten. Da würde ich sagen, fahren wir jetzt nochmal gemütlich in unser Versteck und schauen uns das Gewinner-Outfit an. Was ist gerade da draußen los? Meine Güte. Ist schon wieder Motorradzeit. Liegt doch noch Schnee. Und wenn es wegrutscht, soll das nicht mein Problem sein. Sorry, ich muss mal kurz hier durch, denn wir sind jetzt hier die Herrscher der Stadt. Gut, das sollten wir vielleicht nicht so laut sagen, ne? Ricardo Diaz ist auch noch hier, aber wer ist schon Ricardo Diaz? Wir haben 1984 und nicht 1986, wo er, ja,
für den Tod von Vic zuständig ist. Noch ist alles gut, noch haben wir hier die Zügleien in der Hand. Und wahrscheinlich hat das dann Ricardo Diaz einfach irgendwann auch mitbekommen, dass die Vance Crime Family zu viele Anteile hier in der Stadt hat und deswegen diese Schritte unternommen hat. So, lass mich mal kurz hier parken. Dankeschön. Und dann schauen wir uns noch das Gewinneroutfit an. So, hier hinten. Wie sieht das denn aus? Kubanisch, Assi, Angeber, Freizeit. Die Army-Uniform haben wir jetzt auch wieder, ja, die wir am Anfang hatten. Die können wir uns jetzt wieder anziehen. Und hier das Gewinner-Outfit, ein Relax-T-Shirt, Freddy Goes to Hollywood-Anspielung mit dem Rockstar hier, Mix. Ich würde sagen, das ist doch ein Outfit, die man sich für einen potenziellen 100%-Run so was mal anziehen könnte, ne? Und ich würde sagen, ich bedanke mich hier an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen, bedanke mich noch im Nachhinein für alle, ja, die hier zugeschaut haben, ob still oder auch für alle Kommentare, für alle Likes etc. Könnt gerne nochmal mitteilen, was ihr von dem Let's Play gehalten habt, wie euch die Story gefallen hat, falls ihr sie noch nicht kanntet etc. Und wie gesagt, falls ihr den 100% Stream möchtet, dann teilt es mir mit. Und wenn es soweit kommt, dann sehen wir uns genau hier an dieser Stelle wieder. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis bald.